Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Letzte Woche habe ich ja schon ein kleines Vergleichsvideo gemacht zwischen dem Sigma 35mm 1.4 und dem 28mm F2 von Sony. Falls ihr das Video nochmal sehen möchtet, das würde ich dann oben hier gleich verlinken. Und ansonsten findet ihr auch natürlich in meiner Playlist alle anderen Videos. Und ja, heute geht es aber um zwei andere Objektive. Und zwar sind es die 85mm. Einmal von Zeiss, das ist das 1.8er Objektiv, das Batis 1.8, sehr sehr bekannt unter den YouTubern und sehr oft auch genutzt, und das große Goldstück, nämlich das 85mm 1.4 von Sony G-Master. Ich habe sogar mal über dieses Objektiv ein ganzes Video gemacht, und zwar habe ich es mir letztes Jahr im Sommer gekauft, wo ich gerade die Sony mir zugelegt hatte. Da habe ich noch sehr viel mit den Canon-Objektiven gearbeitet. Da habe ich mich entschieden, erstmal das 85er wieder zurückzugeben und dann mir andere Objektive dafür kaufen zu können. Denn ich brauchte natürlich für meine Hochzeiten alle anderen auch noch. Jetzt, wo ich am Ende der Saison angekommen bin und schon meine ganzen Canon-Sachen alle verkauft habe und mich jetzt quasi komplett auf Sony gestürzt habe, habe ich mir dann am Ende gesagt, irgendwie gefiel mir die 85er G-Master-Variante so gut, dass ich bereit bin, mir sie einfach nochmal zu kaufen. Ich hatte zwischenzeitlich aber schon das Batis auch gekauft, und viele sagen dann natürlich auch, hey, das ist doch kein großer Unterschied und wozu machst du das? Und außerdem hast du hier ja auch ein paar Vorteile. Alleine der Preis. Obwohl der Preis bei dem Batis gar nicht so viel weniger ist. In den zwei Wochen, wo ich die G-Master-Variante hatte, so geile Bilder geschossen. Und irgendwie war das nochmal so ein kleiner extra Look, der mir ein bisschen besser gefallen hat, als ich das irgendwie mit dem 85er von Batis hinbekommen habe. Ich habe mit dem 85er trotzdem schöne Aufnahmen machen können. Ich habe auf den Hochzeiten sehr viel damit gearbeitet, und auch das Ding hat ja auch eine Stabilisierung intern, und das hat natürlich auch viel geholfen. Und es ist natürlich trotzdem auch noch eine super Linse, und 1.8 ist ja auch schon sehr lichtstark. Trotzdem, ich weiß nicht, was es ist, aber mir hat der Look bei den G-Master die ganze Zeit einfach mehr gefallen. So dass ich mich jetzt echt entschieden habe, dann das hier zuzulegen. Und das Zeiss Batis wird dann jetzt demnächst verkauft werden. Also jetzt schon, eigentlich werde ich es jetzt schon reinstellen, also falls ihr Interesse habt. Das soll nicht bedeuten, dass das Batis irgendwie schlechter ist oder so, auf keinen Fall. Es gibt auch Leute, die sagen, die können den Unterschied gar nicht merken, und von der Schärfe her ist das hier super. Dann hat das auch noch diesen schönen fancy OLED-Display, wo du dann auch sehen kannst, die Distanz für den Fokus. Und der Ring ist auch sehr smooth. Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Objektiv. Ich habe es nicht ohne Grund gekauft. Kann man hier mal so ein paar Nahaufnahmen machen. Und ich finde ja auch, dass das Branding mit Zeiss natürlich sehr, sehr schön ist. Und es ist super schön verarbeitet. Also man kann auf alle Fälle sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Objektiv. Hier nochmal hinten. Und diese ganzen blauen Akzente finde ich auch sehr, sehr cool. Eine Sache, die mir leider passiert ist auf einer Hochzeit, und das war gerade, lustigerweise, gerade in der Woche, wo ich mich entschieden habe, dass ich das hier verkaufen will, da ist mir tatsächlich dieses eklige Missgeschick passiert. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber hier sieht man so eine ganz kleine Delle. Ich wollte gerade einen Akku austauschen, und dann ist mir dieser bescheuerte Akku genau auf dieses Objektiv geknallt. Und ja, es ist zwar super schön verarbeitet, aber ich glaube, dass hier sehr, sehr schnell auch Gebrauchsspuren zu sehen sein werden. Ich muss dazu sagen, dass alle Zeiss-Objektive irgendwie dieses Problem haben, dass da ganz schnell Dellen irgendwie oder Gebrauchsspuren zu sehen sind. Und das ist irgendwie bei den G-Master-Objektiven nicht so sehr der Fall. Die sind nochmal ein bisschen besser verarbeitet oder keine Ahnung, das Material ist immer auch ein bisschen anders. Weil ich bin mir sicher, wenn der Akku auf die G-Master draufgefallen wäre, da hätte ich keine Delle gehabt. Naja, hier nochmal ein paar Nahaufnahmen von dem G-Master. Wie ihr seht, das ist einfach schon, das ist einfach so cool, wenn man hier so durchgucken kann. Dann hast du hier bei dem Objektiv auch nochmal so einen Fokusring. Das Klicken könnt ihr auch wegmachen, und dann ist es halt ganz smooth. Das Problem ist aber, wenn du filmst und du gerade irgendwie doch mal ganz schnell das Ganze digital nochmal verändern möchtest, aber vergessen hast, dass das hier schon manuell auch eingestellt ist, dann kannst du es nicht verändern. Und das ist dann ein bisschen ärgerlich, hatte ich auch schon mal. Deshalb lasse ich das eigentlich immer auf Automatik. Ist nice to have, glaube ich, aber nutzen tue ich es nicht. Für die Leute, die jetzt noch nicht hundertprozentig sicher sind, welches 85er sie haben möchten, wenn es ums Geld geht, würde ich euch keines dieser beiden empfehlen. Da würde ich euch das von Sony empfehlen. Das ist nämlich eine 1.8er Variante, die unter 1.000 Euro kostet. Ich glaube 800 Euro oder so, ich weiß es nicht genau, oder 600 vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Es ist kleiner, leichter und hat auch ein sehr, sehr gutes Bild. Ich glaube, vergleichsweise gleich wie das Batis. Und von daher gibt es eigentlich keine Frage. Also
wenn ihr auf das Geld achtet, dann definitiv dann das 85er von Sony. Und wenn ihr sowieso schon jetzt über 1000 Euro für ein Objektiv ausgebt, also in dem Fall für das Batis, dann würde ich echt nochmal diese paar hundert Euro nochmal sparen und dann irgendwann auf diese Variante gehen. Ihr habt natürlich ein paar Nachteile, das Gewicht ist natürlich signifikant, obwohl jetzt, wo ich das gerade so nebeneinander halte, es ist gar nicht mal so viel schwerer. Das ist fast gleich, würde ich sogar sagen. Aber das Bild ist einfach so crisp und so schön und deshalb kann ich euch einfach nur sagen, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet dann, und ihr habt das Geld natürlich, dann geht auf alle Fälle auf das G-Master, so wie ich das jetzt auch getan habe. Trotz allem ist das hier ein sehr, sehr gutes Objektiv. Also um Gottes Willen will ich sagen, dass das Zeiss-Objektiv sich nicht lohnt. Aber ich bin jetzt ja hier, um euch zu sagen, welches ich bevorzugen würde. Und ich liebe einfach diese G-Master. Und ich habe jetzt auch schon damit ein paar Fotos gemacht und auch Videos gemacht auf Hochzeiten, auch wenn es nur ganz wenige waren. Aber ich freue mich total auf die neue Saison und einfach dann die paar extra F-Stops dann runterzugehen und dann den Leuten halt diese Money-Shots zu geben. Money-Shots für die Leute, die jetzt nicht so viel mit Fotografie zu tun haben. Das sind einfach die perfekten Fotos, wo du weißt, damit kriegst du die Leute und damit werden sie halt super glücklich. Aber das ganze Gefasel hier ist natürlich nur 50%. Wir wollen natürlich jetzt auch Ergebnisse sehen. Und deshalb werde ich jetzt mal mit diesen beiden Objektiven losziehen und ein paar Vergleichsfotos machen, um euch zu zeigen, was die Unterschiede sind und welcher Look jetzt am Ende vielleicht cooler ist. Und im Endeffekt müsst ihr dann entscheiden, was euch mehr gefällt. Und genau, deshalb würde ich jetzt einfach mal zu den Fotos switchen und dann könnt ihr dann ja am Ende selber entscheiden, welches euch dann am Ende mehr gefallen hat. Ja, meine Freunde, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Vergleichsvideo hier gefallen. Mir speziell macht es super Spaß, hier jetzt immer diese ganzen Kamerathemen auch mal anzusprechen, denn das ist etwas, was ich auch eigentlich jeden Tag mir anschaue, irgendwelche Kameravideos. Und es ist auch so eine kleine Sucht irgendwie, wenn man einmal in diesem Bereich irgendwie was macht, dass man immer neue Objektive auch irgendwie möchte oder gucken möchte, was ist das beste Setup oder sowas. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, kommentiert und lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen darüber und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin sage ich Peace.